Chris hat in seinem Leben noch nie Entbannungsanträge bearbeitet. Okay, vielleicht einmal. Und als ich das während des Streams erfahren habe und gesehen habe, dass so ein, zwei Entbannungsanträge gerade bereit liegen, wollte ich ihm diese Erfahrung nicht vorenthalten, mal in meine Entbannungsanträge zu schauen. Und was uns da so erwartet hat, seht ihr in diesem Video. Fun Fact, die Größe Österreichs beträgt 83.880.000 Quadratkilometer. Wir haben Henry von gestern, Band von Akali. Gibt es irgendwelche Commands? Nein, nee. Die Mod-Commands sind manchmal, die sind Banger. Die sind Banger. Also, Henry schreibt... Haben wir halt gestern gebannt. Was spielst du denn sonst noch so für Decks? Okay, das ist eine normale Frage, alles fein. Und am 21.04.2022. LOL. Hör mal auf, Golem-Klon zu spielen, dumme Sau. Ja, okay. Ich weiß auch, auf was das bezogen war. Das Ding ist, ich habe halt zu dem Zeitpunkt Lava-Klon gespielt. Und ich dachte halt, er bezieht sich auf mein Deck und hat halt nur nicht richtig geguckt. Und mich zu beleidigen geht natürlich nicht, aber er wurde anscheinend, Arcadia hat das nachgeschaut, in einem Turnier von einem Golem-Klon-Spieler geklappt. Das heißt, es war an die Person gerichtet. Geht natürlich trotzdem nicht. Du kannst keine Leute im Chat beleidigen. Nein. Das Ding ist, ich habe grundsätzlich so ein Ding in meinem Leben, dass ich eigentlich jedem nochmal eine zweite Chance gebe. Das Ding ist, er hat Und er hat auch drunter geschrieben, kommt nicht wieder vor. Tut mir leid. So. Passt nächstes Mal besser auf, du kleiner Wicht. Load previous, Mod... Ach, du Heilige. Ach, das war der! Oh mein Gott, ich erinnere mich sogar an den Tag. God, Mod Comments. Mod ist er nicht. Ist er nicht. I'm funny. Ist er nicht. Banger. Alter, ist einfach so, hello, what's your number? Number of subscribers, warum? Gelbe Karte. Alter, ist hello, I'm French. Herzlichen Glückwunsch. Warum bist du in einem deutschen Stream? Okay, er ist ein Emo-Chatter. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber ich meine, er kann copy-pasten. GG's an der Stelle für diesen Skill. Ja, ja. Da ist keines zweimal drin. Das stimmt. Das muss man ihm lassen. Zweimal die Katze mit Sonnenbrille schon sehr stark. Für Kreativität gibt's eine 3+. Ja, so ungefähr. Okay, I have one follower on Twitch, Sage. Ist halt irgendwo Eigenwerbung, was nicht okay ist. Und so im Gesamtkontext verstehe ich, warum es einen Bann gab. Deny. No, you're not. Happy smiley. Warte, nein, er wurde gebannt für Step, Bro, I'm stuck. Was? Natürlich, das wird bei mir gebannt. Was? Ja, wieso wird er dafür gebannt? Ohne Timer und einfach so, Akali, nein. Er schreibt halt, war nicht offensive gemeint, war nur ein Wortwitz. Also ich würde auch sagen, das ist ein Unban, das ist so ein, ja. Also ich verstehe, warum es gebannt wurde von Akali, vor allem wenn du es halt erstmal so im Chat liest, denkst du dir so, okay, keine Lust mit dem zu dealen. Send on ban decision. Ach du Heilige, okay. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Du bist nett. Wie viele Personen? Aber, also das war 28.10.2022, das ist schon ein bisschen Alter, her. Okay, ich bin auch mit dem Switch Englisch reden musste. Oha, eine Stunde geht, das Turnier muss lernen. Du bist nett. Ist das eine FL, ist deine FL etwas wert? Ja, du kannst sie auf eBay für 12,70 € verkaufen im Schnitt. Was? ADS-Problem. Ist mir hier zu dumm, sorry, ist keine großen Dinge, den Kahoot zu öffnen. Ciao. Okay, ciao. Okay, für Kach wurde er gebannt. Was ist Kach? Kach? Ja. An Kachbar angelehnt? Das ist einfach eine Beleidigung. Kachbar? Junge, du bist viel zu unschuldig für das Internet. Was Junge, zur was, Hölle? Was ist Kach? Ich habe das Wort noch nie gehört. Du Keck. Ja, das kann auch sein. Ah ja, okay, aber die... aber. Er hat geschrieben... Ich bitte dich. Der Mod-Comment. Okay, Mod-Comment. Mod-Comment? Okay. Nice try. Better luck next time. Smiley. So, ich hoffe, dieser kleine Einblick in diese Entbannungsanträge hat euch gefallen. Ich glaube, Chris braucht jetzt erstmal eine Auszeit. Oder zwei. Falls ihr bei Chris noch nicht vorbeigeschaut habt, schaut auf jeden Fall bei ihm auf dem Channel noch vorbei und lasst auch gerne hier ein Abo und ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Bis denn!